Hallo Ian, wir spielen zuerst eine kleine Einspielübung. Und zwar spielen wir Triola mit dem Double Bass Pedal, Viertelnote mit dem Becken und 2 und 4 auf die Snare Drum. Ich mache das einmal vor. Dass du mit dem linken Fuß gleich laut bist wie mit dem rechten. Also nicht, dass es klingt. Sondern. Schön gleich. Erzähl mal, wie ist das jetzt, wenn der Wolfgang auch mitspielt? Es ist schon etwas anders, wenn man noch auf die anderen auch schauen muss. Und daheim spielt man einfach sich allein. Dann ist es halt schon etwas ringer. 16. Note. Wow, das sind du. Genau, ganz gut. Jetzt kommen wir zu unserem Stück, wo wir am Schaffen sind. Das ist Nummer 18. Hast du da noch ein Problem? Ja, noch bei der dritten Linie. Bei der untersten Linie? Nein, der dritten. Bei der dritten Linie. Okay, der Übergang wahrscheinlich. Ja. Ich würde vorschlagen, wir spielen jetzt gerade mal den Rhythmus in der dritten Linie nach dem Fulenzer. Mhm. 1, 2, 3, 4 und. Dir zwei Takte. 1, 2, 3, 4 und. Fernunterricht im letzten Frühling ist natürlich etwas ganz Blödes gewesen. Weil wir haben über Skype das gemacht und ich habe ihm zulassen können, aber wir haben nicht miteinander spielen können, weil es immer verzögert ist. Und es ist viel angenehmer. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir wieder Präsenzunterricht machen können. Ja, das hat man halt eben zum Beispiel über Skype oder so, dann hat man so telefoniert. Und das ist dann schon ein bisschen anders. Über das Telefon ist es halt dann nicht so, wie wenn man jetzt so da sitzt. Dann kann er jetzt genau gleiche Feedback geben, wie wenn er jetzt gerade neben mir sitzt. Natürlich schon ein ganz schweres Stück. Ja. Okay. Ja.
gewesen.